Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, wir haben jetzt erst überlegt, was wir hier machen. Aber jetzt haben wir noch eine Idee, wir gehen in die Höhle. Und dann nehme ich den nicht mit. Ja, kommst du dann, oder? Ja, ja, ich komme. Ich wollte hier gerade nur noch die Wände, die ich gemacht hatte, aber mal abstellen. Und ich habe aber noch keine Schuhe. Ja, dann kenne ich jemanden so zu Lando und so, ne? Zalando. Hier sind doch Schuhe drin. Leichte Stiefel. Besser als Barfuß. Noch kurz wartest. Und ich muss mir auch gleich noch ein bisschen Essen mitnehmen. Ich muss mich noch vorbereiten. Ja, bereite dich vor. In der Zeit werden deine Stiefel gemacht. So. Eins habe ich mir da geliehen. Ja, nimm die geliehenen, ist ja kein Problem. Ich pack nochmal, ich habe nochmal exotisches Fleisch. Das können wir zum Dungeon mitnehmen. Aber ich habe noch so viel Steaks, die bringe ich hier erstmal in den Buttertrug. Das ist die nicht wegfressen. Ach so, hier erzeugen sie ja Scheiße. Ja, ja, müssen wir auch nochmal gucken. Wir sind reich mit Scheiße. Mehr aufteilen. Damit kann man bestimmt auch irgendwie Dünger machen. Ja, vielleicht mal in den Misthaufen packen. Ich bringe mal so 100 in den Misthaufen. Mal gucken, was passiert. Mach mal. So, und wir wollten jetzt nichts mitnehmen, ne? Shenzi. Oh, hier ist noch eine Hyäne. Das ist jetzt Ed. Wie nennst du den? Ed. Das ist meine Hyäne. Der heißt nicht Ed. Doch, Banzai, Shenzi und Ed. Ich habe nur 10 genommen. Okay. Ups. Nein! Was bist du? Du bist ein Bogenschütze. Wo ist ein Banzai? Ich nehme Banzai mit. Nimm mal Banzai. Banzai, wo bist du? Banzai. Hast du Banzai nicht mitgenommen? Eigentlich schon. Ah, nee. Hä? Wer bist du? Das ist Rambo. Ja, Ed ist einfach nicht mein Name. Meine Hyäne heißt Rambo. Ich finde, vom Gesicht her und so, sieht Schwarzenegger. Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Echt ähnlich. Was ist Ed hier hin? Oh, ich weiß nicht, wo Ed hin. Banzai. Banzai steht doch noch da oben. Nee, das ist Shenzi. Wir haben 3 Hyänen? Ja. Eine Tüpfel und 2 Streifen. Banzai ist eine Tüpfelhyäne. Egal, dann halt jetzt nicht, dann Shenzi, komm mit. Da musst du mir mal die Höhle zeigen, ich weiß gar nicht, wo die war oder sein soll. Dann ist ja gut, dass ich den Weg weiß. Ja, fantastisch. Man tatsächlich auch einen Abkürzungsweg bauen. Ja, ich wollte noch eine Sichel machen. Ich kann ja jetzt endlich Sicheln machen. Ah. Ach ja. Ups. Ach, du gehörst ja gar nicht zu mir.
Wer denn? Ja, die Hyäne. Nee, Rambo, das ist Shenzi. Nee, hier ist eine tote Hyäne. Ich dachte, die gehört auch zu uns. Juhu, kommt her. So. Ich nehme den, den ich erschossen habe. Schön. Rambo! Mal hier, kleiner Rambo. Ja, komm mal her. Lecker Ärmchen. Lecker Ärmchen. Ach, so eine grobe Maschenhose. Komm mit. So, feiner Rambo, komm mit. Ah, warte mal. Knüppel und so hattest du, ne? Nein. Nein. Was ist das für eine? Die ist dann tot. Egal. Kommen wir mal. Wenn wir Sklaven fangen wollen, dann dürfen wir keine Tiere mitnehmen. Ja, stimmt. Töten wir sie einfach. Harakiri! Ihr kleinen Pisser! Was Rotes. Ha, das gibt mächtig Herzen. Nein, die Leichen sind verschwunden. Habt ihr die Hyäne aufgefressen? Machen die das? Ups, verdrückt. Das ist echt uncool, die Hyäne. Gibt's oben noch Herzen? Nee. Die habe ich schon. Hast du alle gesegnet? Gesegnet. Verdammt. Ja, ich möchte vielleicht auch was. Nee, davon. Ist alles gut. Rambo, hier, lecker Fleisch. Lecker Fleisch, Rambo. Mm. Ach, Shenzi, komm, du darfst auch was kriegen. Yam, 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 lecker Menschenfleisch. Wieso neu das reparieren? Ach, das ist die Zuflucht des Zylinders. Ah, ich will den Schwefel hier mitnehmen. Wenn ich gleich mal kloppen kann. Okay. Hat das auch noch Schwefel? Hier ist überall Schwefel. Hier auch. Hier oben. Schwefel! Warum hier? Ey, ich werd beschossen. Ja, ich hab schon mal angefangen. Okay. Aber hier ist auch ein Schmiedstufe 2, also hier können wir nochmal hingehen, um Mitarbeiter zu rekrutieren. Ja. Wo ist die Leiche? Wo ist die andere Leiche? Hm, dann Shenzi ist im Weg. Ich hol mir auch ab und zu mal was. Achtung, da kommen noch zwei. Okay, sie wollten nicht zu mir. Tänzer, Stufe 2. Hier ist ganz viel Schwefel. Und ganz viel Gegner. Uhuhu. Ah, hier oben sind noch welche.
Ja. Schick hier. Also hier können wir auf jeden Fall nochmal zur Mitarbeiterakquise gehen. Und Schwefel gibt es hier auch ordentlich. Aber richtig ordentlich. Oh, hier ist ein Mithra-Priester. Nein, haben wir den getötet? Ja, natürlich. Oh. Aber es ist gut zu wissen, dass hier einer ist. Ach, das war's schon. Oder ist hier wieder so ein Geheimgang? Ich will ja auf jeden Fall nochmal mit Peitsche und so her. Oh, hier ist auf jeden Fall ein Schlangensymbol. Dann müssen wir mal warten, um mal herkommen. Ja. Das war ja jetzt auch nicht so dramatisch. Aber hier. Ich habe eigentlich nur diesen Mithra-Heini gesehen, oder? Sonst hat man noch einen Nahkämpfer und... Ein Tänzer war hier dabei, ein Gerber war dabei, ein Schmied war dabei, alles mit dem... Der Tänzer brauchen wir auf jeden Fall mehr. Hier ist ein Schmied, Stufe 2 zum Beispiel. Zum Tänzer, wir brauchen ja mehrere, falls wir doch eine Disco bauen wollen. Ja. Aber hier können wir auf jeden Fall nochmal hin. Ja. Ein kleiner Dungeon-Versuch für zwischendurch. Ja. Kann man sich mal lang schnetzeln. Genau, aber zur Mitarbeiterakquise ohne Tiere. Ja. Und ich habe. Aber wir können andere Mitarbeiter mitnehmen. Und ja, denen halt was zum Knüppeln geben. Ja. Und ich habe fast 180 Schwefel mitgenommen. Nee, so viel habe ich nicht. Oh, jetzt habe ich die Höhle erst entdeckt. Nee, ich habe nur 77. Oh, ich meine, das sind über 200 Schwefel. Das ist voll super. Wer will wo kämpfen? Oh, das ist so eine hübsche Hyäne. Oh! Hast du einen Hackeball dabei? Immer, warte. Hacke, Hacke. Nicht töten. Ich hab's jetzt gemacht, weil Rambo hat schon angefangen aufzufressen. Ja, das ist irgendwie ganz schön blöd mit den Viechern. Hm. Boah, aber was die alles hatte. Leuchtende Essenz, alchemistische Grundsubstanz und 24 Dämonen. Böser Rambo. Böser Rambo, du kriegst doch genug zu essen von mir. Böse. Frisst er einfach die Hyäne. Brauchst du Federn von fünf Vögeln? Weil hier sind gerade so zwei Geier. Die müssen wir halt nur erschießen. Und dann hoffen... Okay. Dieser Geier war gerade... Ist irgendwie... Oh. Pfeilfest? Der eine nicht. Musst du hochklettern. Mach ich gleich. Brauchen wir noch ein paar Hyänenbabys? Nee, lass mal erstmal. Lass mal die Kleinen in Ruhe. Und, hast du Federn bekommen? Oh, jo, 10 Stück. Super. Oh, hier kann man noch mal eine Treppe hochbauen, das spart uns Zeit. Hallo. Also, ach, das geht doch eigentlich hier. Da oben war doch nichts Besonderes. Na gut, stimmt. Joa, was machen wir nun mit dem angebrochenen Tag? Ich würde tatsächlich jetzt eine Sichel bauen und dann ganz viel Fasern vielleicht mal sammeln. Mach mal, ich mache hier noch so ein bisschen Rinde.
von dem trockenen Holz, wenn man gerade hier so ist. Vielleicht baue ich auch noch ein paar Fackeln. Oder gibt es da vielleicht die Äste? Ne, ist doof. Äste wollen wir nicht. Holz brauchen wir wieder viel. Brauchen zwei neue Schmieden. Oder eine auf jeden Fall. Ja, wenn wir die jetzt nach oben packen wollen. Also haben wir es gezeigt? Nee, ne? Wir haben ja auf dem Dach jetzt, bauen wir weiter aus. Sieht man das von hier? Ja, also bei mir sieht man es auf jeden Fall schon. Aber bei mir sind die Palmen weg. Und dann kommen dann halt oben die Schmieden hin. So, 4 haben wir jetzt angepeilt, ne? Ja, 3, 4. 1 für Eisen, 1 für Stahl. Und wer weiß, was noch dazu kommt. Werf mal hier unsere Steinsachen weg, ne? Wie, du schmeißt sie weg? Achso, die Steinschwert und Steinpickel. Ich wusste jetzt nicht, was du mit Sachen meinst. Oh, Megakroko! Verpiss dich, du Mega und kleiner Kroko. Oh, die Stahlbarren, die wir haben, reichen gerade so für die Stahlsichel. Gerade so. Komm, Rambo. Mit so Krokodilen geben wir uns nicht ab. Gesundheit. Oh, verdammt, ich habe doch mal einen Kritikel dabei gehabt. Nicht genug Platz. So, ich gucke jetzt nochmal, was ich für, wo ich meine Talente hier neu machen kann. So, wie sieht's mit dem Imker? Wieso huste ich so viel? Wie dein Charakter oder was? Ich hab den Eindruck. Werde ich aber nicht husten. Hm. Oh doch, jetzt habe ich dich husten gehört. Also das klingt nicht gut, da würde ich mal zum Arzt gehen. Imker, ich kann Imker lernen. Dann kann ich jetzt einen Bienenstock aufstellen. Brauchen wir noch eine Holzschale oder ist das Müll? Keine Ahnung. Ich pack's im Schrank. Also irgendwie sagt mir hier diese Schale, es ist, die ist voll. Ein Stück Holz und geformtes Holz. Okay. Dann
gehe ich jetzt Holz haben. Viel Vergnügen. Wenn du Holz hacken gehst. Erstmal könnte ich die Maske reparieren. Vielleicht habe ich rumgehustet, weil mir heiß war. Ah, Pflanzenfaser, fick dich. Wenn du willst, kannst du welche sammeln. Die Sichel müsste fertig sein in der Schmiede. Nö, ich will nur kurz das reparieren. Nehme ich die mal mit, weil du willst ja auch noch so eine Sturmmaske haben. Eine Sturmmaske. Ich baue einen Bienenstock. Ich bin mal gespannt, was uns das bringt. Was? Was uns der Bienenstock so bringt. Honig. Ja, den hatten wir bis jetzt noch nicht, finde ich. Bestimmt kann man das gebrauchen für gutes Essen. Stimmt. Ach ja, irgendwann sollten wir uns auch mal den Brummbrumm-Tempel anschauen. Yep. So, warte mal. Was wollte ich gerade machen? Da wollte ich hin. Wir brauchen, damit du eine Maske kriegst, das. So, ich habe da mal gleich eine Maske für dich gebaut. Cool. Die packe ich da in unsere Kleidungstruhe. Okay. Was ist denn? Scheint voll zu sein. Na gut, die ist fast kaputt, aber ist in der Truhe daneben. Von unserem Rüstungsmacher quasi. Da lag noch eine drin. Hatte bestimmt irgendeiner unserer Mitarbeiter auch. Jetzt liegt da auch eine funktionierende drin, aber. Naja. So, dann. Brauchst du nicht. Du brauchst nur das. Gehen wir mal kurz beiseite. Ja. Wir haben noch gar keine Flüssigkeitspresse, glaube ich, ne? Glaube ich auch. Ich weiß, dann mache ich hier noch eine. Wofür wir die gebrauchen sollen, aber die wird schon bestimmt irgendeinen Sinn haben. Ach so. Hier du. Sag mir mal. Ja, das war ja Horst, siehst du? Wundere mich gerade. So, und dann die Bienenkörbe stelle ich mal hier auf.
Okay. Ja, man kriegt daraus Honig. Super. Ich guck mal, ob die Leute da schon in der Höhle gespawnt sind. Du baust ja gerade, dann kann ich ja mal nebenbei mal ein bisschen auf Rekrutierung gehen. Okay. Brauchen ja eh noch genug Leute. Hm? Ah. Was denn? Moment, ich sag's doch nicht. Hey. In der Flüssigkeitspresse kriegen wir anscheinend Öl oder so. Keine Ahnung, ich habe da jetzt mal Fell reingepackt. Hm, mal gucken, was bei rumkommt. Auf jeden Fall war das ein Fortschrittsding wieder. Soll ich zu dir kommen zur Mitarbeiterakquise? Nee, ich hab's deine Keule schon vergeben. Achso, okay. Dann gehe ich weiter mich um Holz kümmern. Also ich habe jetzt auch so verstanden, dass du weiter um Holz kümmern möchtest. Ich wollte nur mal erst zusammenknüppeln mit hier so einem Mitarbeiter testen. Okay. Hast du schon ein spezielles Ziel oder guckst du das Erstbeste, was du Ich guck mal, ob bei uns, wo wir jetzt waren, ob da quasi... Ach, das bist nicht meiner. Ob da quasi schon neue gespawnt sind. Mir fällt gerade wieder auf, ich sollte mir auch mal ein Häutemesser zulegen. Yep. Was bist du denn für einer? Du bist... Level 1, 1. Aber... Da hat man echt gerade gemerkt, dass die... Was bist du denn für einer? Ja? Safari-Schutz sind 2. Na, ich würde eher Schmied oder Gerber. Wow. Ja, 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 ich auch. Nee, man hat nur gemerkt, diese Messer, die haben mich gerade echt bluten lassen. Was auch schon mehrfach in den Kommentaren geschrieben wurde. Das habe ich gerade zu spüren bekommen. Ja, okay. Wo ist denn der andere hier? Noch 3. Hast du den gegessen, Horst? Das ist ein Mensch, den du jetzt als Begleiter hast, oder? Ja, kann aber ein Kannibale sein? Oh, ich habe 4 Bienenkönigin. Brauchst du die? Daraus können wir Honig machen. Ich weiß zwar noch nicht, wofür der Honig gut ist, aber er wird schon für irgendwas gut sein. Ja, entweder für Met oder zu essen. Met. Oh, Met. Das ist... Könnte man auch mal wieder lecker trinken. Oh, haben wir noch... Ja, jetzt gerade so kalt, wenn es etwas kühler wird. Falls wir noch mal abgrillen, können wir noch Met trinken. So, gucken wir. Ich brauche ja nur einen Mitarbeiter. Wir können ja nur einen tragen. Alles ein bisschen viele. Was denn? Aua, ah! Suchst du auch Mitarbeiter? Nee, Anders von Cimmerien hat mich gerade ange... Hoppada, hoppada. Ich brauche nur einen und hier sind 4. Aber der hat keine Chance gegen mich.
Anas von Cimmerien ist tot. Okay, laufen wir mal ganz kurz. Nein? Wo läufst du hin? Ist gesegnet. Ach, der läuft da mitten rein, der Horst. Oh, Schmied, Level 1. Alter, gibt er mir aber einen auf den... Level 1 brauchen wir nicht. Ja, den anderen sehe ich gerade nicht. Aber ist immer noch der Schmied. Alter, jetzt stirb doch mal hier. So, was bist du? Schmelzer. Oh, oh, oh. Oh, Schmelzer ist gut. Ja, ich muss nur den anderen gerade hier töten. Den Schmelzer will ich haben. Ah, hier ist noch einer. Wird's mir aber jetzt zu viel hier mit euch. Lass dich aber bitte nicht töten, lieber Heinrich. Nö. Da achte ich schon drauf. Gut. So. Mal mit. Oh, der hat sogar Ziegel gehabt. Das ist ja eine ganz coole Frau. Verbannter. So, was hast du hier? Verbannter. Hast du den oben ausgenockt, Horst? Das ist der Schmied. Hä? Ist er denn hingerollt? Habe ich den jetzt zerstückelt? Verbannter? Verbannter? Bande 3. Wir sind Arme. Bin ich blind? Ne, die Leiche liegt hier nicht. Der hat... Horst hat ihn bestimmt K.O. geschlagen und der ist bestimmt in die Wand reingeglitscht oder so. So ein Arsch. Oder es war doch, ich habe mich verguckt. Naja. Ist tot. Wahrscheinlich. Dann gibt's hier Schwefel. Nehme ich wieder ein bisschen Schwefel mit. Okay. Oh, warte mal. Hab ich dir... Ja, du hast nur die Keule. Okay. So, schieß mal daneben. Hui, guck mal, ich bin hier. Hallo. Uhu. Ich bin's, der Heinrich. Oh, die ist fies. Die ist gelb. Warte mal. Das ist ein Bogenschütze. Der kann sterben. Ey, die ist ja ganz schön fies. Rüstungsmacherin. Ach, ich habe schon eine. Die hat mir eine Ausdauer geraubt, die dumme Kuh. Ey, wo ist das? Da war ein Tänzer dazwischen. Nein! Der ist bewusstlos! Der ist hier runtergeglitscht! Juhu! Brauchst du noch wen zum Tragen? Dann komm ich schon. Nee, ich hab. Ach, der ist auch bewusstlos. Den nehmen wir nicht mit. Hast du gut gemacht, Horst. Wo kriegt man Harz? Da brauche ich jetzt den Herzen. Oh, eine Kissentänzerin. Oh, was immer du bist. Soll ich vielleicht doch kommen? Ja, komm mal vorbei. Mit einem Seil.
komme vorbei mit einem Seil. Ich weiß nicht, die Kissentänzerin sieht cool aus. Ja, ich muss nur das Seil finden. Und die ist gelb. Ja, ich muss trotzdem das Seil finden. In dem Sklavenschrank da. Nicht sterben, Kissentänzerin. So, wisst ihr, welches der Sklavenschrank ist? Ja, da, wo ich die Sklavenwaffen herstelle. Oh, die ist auch bewusstlos. Geil. Ich komme. wo muss ich lang? Ich komme, ich bin auf... Der ist bewusstlos. Der ist jetzt dahin geglitscht. Die ist bewusstlos. Ich renne, Heinrich! Hey. Danke, Horst. Oh Gott, King Kroko ist auf Ausblick. Wenn ich das gerade richtig sehe, haben wir sogar 3. Ja, okay. Aber... Nehmen wir erstmal 2 mit. Schnapp mir auf jeden Fall die Kissen. Vielleicht tanzt sie auf dem Bett. Ich bin fast da, Heinrich. Ja, ich warte auf dich. Ich komme schon. Ich bin am Höhleneingang. Da sind doch aber beides dieselben, die noch da sind. 2 zigarrenische Tänzer. Wo bist du denn? Zigarranischer. Hier. Wo sind die denn? Hier. Lauf einfach weiter. Ah, ich sehe dich. Hallo. So, und hier ist er. Brauchst gar nicht weiterlaufen. Ach so, ich nehme den hier. Genau. Und dann war das doch schon recht erfolgreich, finde ich. Mal schnell raus, bevor die alle neu spawnen. Oder wieder aufwachen. Ja, einer wacht wieder auf, genau. Oh, der Schmelzer, ne? Das war ein Zweierschmelzer. Ja, den habe ich zu spät gesehen, den habe ich zerhackstückelt. Nee, bei mir wurde der als bewusstlos angezeigt. Dann nimm doch den... Soll ich lieber den nehmen als den? Dann nimm den Schmelzer mit. Also Horst... Wir können ja versuchen, dann noch wieder zurückzukommen. Vielleicht kriegen wir die dann ja noch. Ja. Oder wir können immer abwechselnd. Einer rennt vor, lässt ihn fallen, wir zurück. So, ich habe jetzt auf jeden Fall den Schmelzer im Schlepptau. Ja. Mein Seil ist auch fast hinüber, sehe ich gerade. Eins ist noch ganz neu. Vorsicht, oben ist King Kroko. Ja. Ach komm, ich habe deine Eltern getötet, ich nehme dich mit. Oh, ich bin überlastet. Scheiße. Ich lasse dich frei. Baby Kroko oder? Nee, so eine Hyäne. Ach, da oben ist der. Aber wie gesagt, das war ein guter Tipp von euch mit den Sklaven und dass der die Leute umkloppen soll. Hat sehr gut funktioniert eigentlich. Boah, Schmelzer ist drin. Ich laufe zurück und vielleicht kriege ich ja noch den Tänzer. Jupp. Müssten denn dann noch zwei... Müssten ja noch 2 Tänzer sein, ne? Einer noch drinne, der unten noch liegt. Der einer liegt ja am Eingang. Ja, und der am Eingang. Ist ja der, den ich dann liegen gelassen habe, weil ich den Schmelzer lieber mitgenommen habe.
her, ich weiß nicht, ob ich es gerade gesagt habe, wo kriegt man Harz her? Von Bäumen. Vielleicht kriegt man Harz, wenn man Holz in die Flüssigkeitspresse packt. Oh, das ist eine hervorragende Idee. Also hier liegt noch der Tänzer. Zack, gebunden, nehme ich mit. Gut, dann renne ich nochmal kurz rein und gucke mal ganz vorsichtig, ob da jemand nachgespawnt ist. Wenn nicht, müsste der eine ja auch noch da liegen. Oder er steht wieder auf und ich kann ihn zerhackstückeln. Nee, ja, der scheint wieder fit zu sein. Oder ist das denn anders? Nur knüppel ich dich nochmal ganz kurz nieder. Hey ho, let's go. Wer bist denn du? Hallo? Hallo? Verbannter Kämpfer. Nö, ist neu gespawnt. Ja, vielleicht findest du ja weiter hinten noch den Mitra-Priester. Na gut, wenn ich schon mal hier bin. Ach, Herzen, 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 Herzen. Herzen. Und die Arme kann ich mal fallen lassen. Hier 14 Arme, sind ganz schön schwer. Hier ist ja noch einer. Ach, Bogenschütze. Bei Level 3 so Bogenschütze hätte ich vielleicht mitgenommen, aber... Nee, beim 1er auf keinen Fall. So. Ja. Hast du deinen Tänzer hier nicht reingepackt? Sind nur zwei. Im alten Rad ist ja auch noch einer.